Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um den Rapper Sinan G, sein lächerliches Statement und auch sämtliche Statements von Freunden von ihm und generell um die Vorwürfe, die im Raum stehen. Ja. Es gibt eine Unschuldsvermutung in Deutschland, das vorneweg. Ja, das betrifft auch einen Sinan G. Wenn der sich jetzt im Unrecht beklagt fühlt, dann kann er natürlich auch vor Gericht gehen und Leute theoretisch abmahnen. Ich berichte jetzt nur über öffentliche Dinge und sage meine persönliche Meinung laut Artikel 5. Ja, darf ich das in Deutschland? Ja, und da brauchen wir jetzt auch nicht wieder irgendeinen Rapper kommen. Ich spreche aus Erfahrung, die mahnen sehr gerne ab. Und das finde ich immer ein bisschen peinlich. Ja? Also sollte das jetzt hier ein Problem sein, einfach bei Instagram schreiben und dann kann man vielleicht hier auch sich einigen, ob man das Video runternimmt, ja oder nein. Wenn mir auch ein paar Belege dafür geliefert werden, warum das hier vielleicht auch alles falsch ist. Ja? Die Dinge stehen jetzt allerdings so im Raum, wer jetzt nicht im Klaren ist, um was es jetzt überhaupt geht. Also der Rapper Sinan G, den kennt man auch, weil er der Bruder von Roos ist. Roos ist durch hiphop.de groß geworden, auch DJ und hat sogar auch eine goldene Schallplatte, ist auch Produzent und ist erfolgreich. Hat jetzt auch ein YouTube-Format, wo es sehr um den Vorfall oder die Akte Bushido geht und den Gerichtsprozess ist da auch involviert, wurde selber gedisst und wie auch immer. Sinan G ist der Bruder, der Jüngere, der auch schon im Knast war, ein bisschen dubioser Rapper, hat ein paar Alben rausgebracht, aber nie so richtig erfolgreich, war jetzt aber gerade wieder nach einigen Skandalchen wieder dabei, sich was aufzubauen. Zumindest auf Twitch und YouTube lief es ganz gut. Und ich fand es auch sehr unterhaltsam, wie er mit Manuelsen da so einen Talk hatte, wo es um die Ex von Manuelsen ging und habe mir das auch podcastmäßig angehört. Ich gucke mir generell auch die Interviews an, also wenn jetzt auch irgendwelche Leute schreiben, ja, du hast ja keine Ahnung, also ich höre seit 25 Jahren Rap und bin schon ein bisschen älter, also da waren manche noch nicht geboren, die jetzt irgendwelche Rap-News machen. Von daher, bitte haltet euch zurück, ich bin da wirklich im Game drin und gucke mir das alles sehr gerne an und finde es sehr unterhaltsam. Allerdings, wenn es dann too much ist, sollte man auch wenig was zu sagen. Und die Rap-News-Format und die Medien generell schweigen ziemlich laut, wie ich finde. Ja, es gibt Ausnahmen, aber ich finde das Schweigen schon zum Teil sehr laut. Um was geht's jetzt? Vermeintlich, ich werde das jetzt ins Konjunktiv setzen, aber meine Meinung dazu sagen, vermeintlich wurde ein Sinan G dabei gefilmt, wie er Dirty Talk mit einer Dame hält, der allerdings too much war, dieser Dirty Talk. Und rein theoretisch wird jetzt von manchen behauptet, ja, das könnte ja rein theoretisch auch zusammengeschnitten sein. Und ich kenne mich mit Photoshop und auch mit Schnittprogramm aus und rein theoretisch kann man heutzutage alles faken, wenn man will. Allerdings muss man gewisse Dinge auch gesagt haben. Und in diesem Video, was ich jetzt anspreche, es gibt viele Videos von ihm, ja, die sehr grenzwertig sind, aber in diesem Video speziell sagt er Dinge, die über einen Dirty Talk hinausgehen und dort wird auch ein Kind quasi thematisiert, also die Tochter wohl dieser Frau. Ja? Und da wird mir ganz übel und wer das jetzt cool findet oder super, ja? Ihr könnt gerne das Zitat unten reinschreiben in die Kommentare. Das sind so grenzwertige Aussagen getroffen worden. Bitte lest euch die Kommentare durch. Ich kann es jetzt wegen der Werbefreundlichkeit hier nicht so im Detail benennen. Ja? Ich hoffe, das wird noch werbefreundlich, das Video. Es geht jetzt wirklich darum, dass da so krasse Sachen gesagt wurden, die man erstmal gesagt haben muss, um das überhaupt, wenn überhaupt, zusammenschneiden zu können. Ja? So viel vorneweg. Mir wurde dabei ganz übel und jeder, der irgendwie vielleicht selber schon Kinder hat oder generell, ja, kinderlieb ist, aber nicht auf eine kranke Art und Weise, sollte wissen, dass das too much ist. Ja? Und selbst wenn ein Kinder vollkommen egal sind, sollte man wissen, dass das einfach nicht geht, moralisch gesehen, und auch das nicht in Ordnung ist, auch wenn man jetzt mega geil ist auf eine Frau und da irgendwie Blödsinn quatscht, ist man. Es gibt einen Unterschied zwischen Herabwürdigen und die Frau will das vielleicht in dem Moment und ein Dirty Talk und einer Grenzüberschreitung. Ja? Und die war bei dem Video meines Erachtens, das ist meine Meinung, der Fall. Da muss man auch noch sehen, es gibt noch andere Videos, ja, dubiose, wo ähnliche Vorfälle waren, beziehungsweise es gibt auch ein Video, wo er im Knast angeblich ist, wo er da massiert wird und auch sehr herabwürdigend mit der Person, die ihn da massiert, spricht.
ja, da wird einem auch ganz schlecht. Ja? Und das lässt so ein gewisses Muster für mich als Außenstehenden zu. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ja, das ist jetzt nur meine Meinung. Ja? Punkt. Dann gehen wir hier mal auf die ganzen Stellungnahmen von seinen Kollegen ein. Und unter anderem Michael Smolek, auch MMA-Kämpfer, der auch die Boxnächte mit Leo Machea macht zusammen. Und wohl war jetzt auch was mit Rappern geplant. Ihr könnt mich gerne unten verbessern, da bin ich jetzt nicht ganz so im Thema drin. Und da sollte, glaube ich, sogar Sinan G gegen jemanden kämpfen, mit dem er da auch Beef hatte. Aber wie gesagt, also zumindest sind das jetzt das, was ich jetzt gehört habe. Aber da kommen wir auch später noch zu, denn der Universum Bockstall hat sich auch schon gemeldet, ja. Also es ging heute auf jeden Fall ab. Gehen wir hier weiter. Mit Michael Smolek, kennen einige auch von YouTube oder Instagram. Ich zitiere hier mal, ich habe nicht viele echte Freunde, wenn ich allerdings jemanden dazu zähle, dann bin ich mehr als loyal. Ich vertraue blind. Das ist nicht immer richtig oder besonders clever, aber ich versuche immer, das Gute im Menschen zu sehen. Es gibt aber Grenzen. Diese Grenze wurde jetzt überschritten. Bevor ich wusste, welche Vorwürfe im Raum standen, stand ich blind hinter ihm. Selbst als ich das Video gesehen habe, hatte ich gehofft, dass es sich um einen Fake handelt. Wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, diese Aussagen wurde gemacht und das kann man nicht faken. Ja, so muss man das auch, wie ich auch sage oder gesagt habe, sehen. Hier geht's weiter. Heute habe ich weitere Videos gesehen, die mich echt schockiert haben. Ich denke, er spricht da vielleicht eventuell auf dieses Video, das vermeintlich im Knast Sinan G zeigt, an. Und es gibt ja auch diverse andere Videos, wo er da beim FaceTime mitgefilmt wurde. Er macht man jetzt auch nicht unbedingt, aber wie gesagt, kann man die Frau natürlich auch hinterfragen, aber allerdings bei dem Punkt jetzt mit dem Kind sehe ich das sogar wirklich ähnlich, ja, dass man das machen darf zur Absicherung. Heute habe ich noch weitere Videos gesehen, die mich echt schockiert haben. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber zu keinem Thema eine Antwort bekommen, was mir zu denken gab. Hiermit distanziere ich mich von Sinan und seinen Handlungen. Das Thema ist für mich damit abgeschlossen. Ja, deutliche Worte. Und wer jetzt auch Sinan G die letzten Wochen auch bei seinem Hype beobachtet hat, weiß, dass Manuelsen mit ihm ja auch dicke ist und sehr befreundet ist. Und auch Manuelsen hat sich dazu geäußert, der selber auch Familienvater ist. Und den zitiere ich auch nochmal. Es ist endlos traurig. Ich bin keiner, der seine Leute im Stich lässt oder eine Fahne im Wind. Ich verzeihe Fehler bei Leuten zu schnell und zu oft. Vira hat mir das immer gesagt, dass das mein größter Fehler ist, aber ich denke, ich mache auch viele Fehler, es sind einige Tippfehler dabei, die mir mehr als einmal verziehen wurden. Das Ganze hat aber eine Grenze, irgendwann ist Loyalität zum Ruhrpott und der Gemeinschaft ausgereizt. Ich will so sehr, dass die Menschen sich verstehen und zusammenhalten, aber jeder muss seinen Beitrag leisten. Der jüngste Leak ist mehr als zu verurteilen und grausam. Ich als Vater distanziere mich in aller Deutlichkeit von sowas. Sollte sich das Video als authentisch rausstellen, möge jeder seine Strafe von Allah in voller Härte bekommen. M-Punkt. Ja, deutliche Worte. Und es gab jetzt auch vom Boxstall Universum, sehr bekannt, ja, die machen die ganz großen Kämpfe, früher schon Henry Maske, Axel Schulz, die Klitschkos, ja, die waren eigentlich immer vorne dabei bei den ganz großen Attraktionen im Boxsport, ja, und ich bin auch ein großer Boxfan, deswegen kenne ich die natürlich, und die haben sich natürlich auch geäußert. Liebe Boxfreunde, aus gegebenem Anlass sehen wir uns gezwungen, kurz zur Angelegenheit Sinan G Stellung zu nehmen, dass wir nicht beurteilen können, ob die Sinan aktuell gemachten Vorwürfe zutreffen, haben wir ihn gebeten, sich uns gegenüber zu diesen zu erklären. Ja, das gebietet schon die Fairness. Bis seine Stellungnahme bei uns eingegangen ist, werden wir die Zusammenarbeit mit Sinan ruhen lassen. Also da geht es auch dann wirklich um bare Münze, wenn es jetzt diese Boxkämpfe, da geht es ja auch um Geld, betrifft. Ja, das wäre natürlich jetzt für Sinan auch nicht so geil, wenn die Verträge dann da nicht eingehalten werden. Sollten die Vorwürfe nicht vollständig und plausibel ausgeräumt werden, werden wir die Zusammenarbeit beenden. Ja, also die sind hier sogar noch, finde ich, relativ lax. Ja.
denn die im Internet kursierenden Gerüchte sind verstörend und entsprechen in keiner Weise den von uns vertretenen Werten. Also sie machen zwar eine deutliche Ansage, aber sie halten sich irgendwie auch ein Hintertürchen offen. Wenn Sinan Ji einen guten Anwalt hat, kann man ihn da, denke ich, auch relativ gut rausbekommen aus der Geschichte. Also meine ich jetzt zumindest als Laie. Weil es auch immer noch mal ein Unterschied ist, ob du dich dann auch im Endeffekt triffst und die Sachen umsetzt oder ob du nur Blödsinn quatscht. Ja, ja, das ist halt auch noch mal so ein Ding. Ebenso wenig entspricht es ungeachtet dessen, unseren Werten Menschen vorzuverurteilen, Gerüchte weiter zu verbreiten und an Spekulationen teilzunehmen. Dann gut, machen sie jetzt so ein bisschen ja auch ein Fass auf. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weitergehend zur Angelegenheit äußern werden. Ja, also wie gesagt, ich mache ja hier auch nur eine Berichterstattung, was ist überhaupt passiert, was wird vorgeworfen und mehr mache ich ja jetzt hier auch nicht. Ja, das kann ja jeder innerhalb von 2 Minuten rausfinden. Muss man jetzt auch keinen Fass aufmachen, liebe Anwälte. Ja, also ich spreche aus Erfahrung. Aber hier geht's weiter. Der Kinderseelenschützer e.V. hat auch noch mal was geschrieben. Ja? Und das finde ich ganz interessant. Das möchte ich auch noch mit reinnehmen. Liebe Community, wir haben die Vorwürfe gegen den Rapper Sinan Ji zur Kenntnis genommen. Uns wurde das besagte Video mehrfach zugesandt und wir haben auch das erbärmliche Statement-Video von ihm angesehen und es auch gesichert. Ja, also die scheinen da auch nochmal gegen vorzugehen. Wir versuchen derzeit mehr Informationen zu bekommen und auch herauszufinden, ob schon strafrechtliche Schritte eingeleitet wurden. Interessant. Sollte jemand mehr Informationen haben, bitten wir um eine DM oder eine Mail an info@kinderseelenschützer.de. Also ihr könnt da auch gerne mithelfen, wenn ihr wollt. Generell kam auch das Statement von Sinan Ji, das muss ich hier mit einfügen, auch sehr schlecht bei der Community an. Es hat natürlich, ist viral gegangen, haben mehrere hunderttausend Leute schon gesehen, aber ganz, ganz grenzwertig. Sinan Ji hat sich auch dazu geäußert und das öffne ich hier auch nochmal schnell. Und das ist sehr interessant, auch gerade wenn man den Kinderseelenschützer e.V. jetzt mal sieht, dass die jetzt theoretisch auch Schritte prüfen, ob da überhaupt schon Schritte gegen Sinan Ji eingeleitet wurden. Denn Sinan Ji hat selber Schritte eingeleitet, rechtliche, die auch in Ordnung sind, wenn er unschuldig ist. Ja, das muss ich hier ganz klar sagen. Ja, es ist in Ordnung, wenn er denkt, er ist unschuldig, dass er dann sich einen Anwalt nimmt. Ja, er muss dann gucken, ob er muss einen guten Anwalt finden, meines Erachtens. Es wurden rechtliche Schritte eingeleitet. Das Ermittlungsverfahren läuft jetzt gegen die Dame, die das Video erstellt und verbreitet hat. Ja. Jetzt könnte die Dame, wenn die clever wäre, natürlich zum Kinderseelenschützer e.V. gehen und sagen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ja, und wenn man jetzt theoretisch auf Krawall gebürstet ist, oder man muss sich ja jetzt einen Anwalt nehmen, weil Sinan Ji hat ja wiederum jetzt anscheinend Abmahnung, Unterlassungsklage, das wird so das Typische sein, dass man sich auch nicht mehr äußern darf zu den Vorfällen und vielleicht auch Richtung Rufschädigung, dann geht es auch schnell in die Tausende. Ne? Das kann ja jetzt ein Sinan Ji auch den Vertrag mit Universum, dem Boxstall, kosten und viel Geld, ja, vielleicht auch sämtliche Vertriebsdeals oder Deals werden vielleicht gecancelt und da könnte es natürlich auch teuer werden am Ende, ja, für Sinan Ji und viel Geld ihm durch die Lappen gehen und das könnte natürlich dann auch einen Streitwert ergeben vor Gericht, ja, dass man sagt, okay, da sind jetzt Sachen passiert aufgrund der Vorwürfe, aufgrund dieses Videos und wenn das halt sich nicht als echt rausstellt, hat er ja auch alle Gründe, ja, wie gesagt, aber man muss halt gewisse Dinge gesagt haben, um auch gegebenenfalls überhaupt sowas zusammenschneiden zu können. Und die Äußerung, Fazit, gingen gar nicht. Ja. Das ist jetzt mein Video dazu. Ich bin jetzt mal so mutig und so frei gewesen und habe ein paar Worte dazu gesagt. Ich bin sehr gespannt. Wenn euch das Thema hier noch mehr interessiert, könnt ihr gerne auch ein Like da lassen oder ein Abo für mehr Trash. Ich denke, die nächsten Videos werden dann hoffentlich wieder ein bisschen trashiger und lustiger. Ja. Aber das war jetzt ein bisschen ernst, aber ich finde, auch über sowas sollte man mal sprechen. Ansonsten war es das. Bis dann und ciao, ciao.